auf! Und seid herzlich willkommen heute wieder zu einem richtig beschissenen Format. Im Stream hatte ich mit euch schon mal gemeinsam einen Idiotentest gemacht. Und ich würde sagen, wir führen das jetzt direkt mal weiter fort mit einem Rätsel. Nämlich, löse diese 12 Rätsel und du bist schlauer als ich. Das wollen wir jetzt mal wagen. Der Kanal Sonnenseite ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich hatte zuvor noch nie ein Video von denen gesehen, aber die Thumbnails kamen mir irgendwie bekannt vor. Also, lasst uns mal direkt starten mit 12 Rätseln. Und wir müssen alle lösen, um schlauer zu sein als Sonnenseite. Ihr macht natürlich alle mit. Ein eisiges Mysterium. Eine Mutter und ein Vater gingen in Nordkanada auf Einkaufstour, während ihr Sohn zu Hause blieb. Er wollte seinen neuen Fernseher an der Wand anbringen. Die Eltern waren schon fast da, als die Mutter sich erinnerte, dass sie vergessen hat, das Bügeleisen auszustecken. Sie gingen also zurück und das ganze Haus war eiskalt. Die Mutter machte die Zentralheizung an und ging weiter shoppen. Als sie nach einer Weile wieder zurück waren, tropfte Wasser von der Decke im Erdgeschoss und im ersten Stock fanden sie ihren Sohn bewusstlos in einer Wasserlache, während der Fernseher schief an der Wand hing. Was ist hier passiert? Alter, was? Okay, ich wusste gar nicht, dass das solche Rätsel sind. Also, der Sohn wollte den Fernseher anbringen. Die Mutter hatte das Bügeleisen zu Hause vergessen und es war kalt. Dann hat sie die Heizung angemacht. Das heißt, wahrscheinlich hat der Junge beim Bohren ein Wasserrohr getroffen, weil die Heizung an war, ist da dann Wasser durchgeschossen. Er ist durch den Wasserstrahl weggeflogen, hat sich dabei wahrscheinlich wehgetan, ist bewusstlos geworden. Aber warum fließt da jetzt kein Wasser mehr raus? Aber ich sage auf jeden Fall, das ist die Lösung. Schauen wir mal. Was wäre eure Lösung? Was könnte denn noch sein? Oh, ich bin lost. Okay. Der junge Mann hat einen großen Eisklotz nach oben gehievt, um ihn auf den Fernseher anzubringen. Er hat die Heizung ausgemacht, damit das Eis nicht schmilzt. Wollt ihr mich komplett verarschen? Sind das reale Stories? Wie soll man das denn? Woher soll man das denn wissen? Und einer auf den, er hat einfach mal so einen kranken Eisklotz zu Hause rumliegen. Doch als seine Mutter nach Hause kam und sie wieder angemacht hat, ist der Eisklotz Was? Langsam geschmolzen. Und der Junge rutschte aus und fiel auf den Kopf. Hinterbliebene Nachricht. Okay, ganz logisch. Ein Detektiv, der einer internationalen Verbrechergang auf der Spur war, ist plötzlich verschwunden. Doch er war schlau genug, den Ermittelnden bei ihrer weiteren Suche mit einer Notiz oder besser gesagt einer Nachricht auf die Sprünge zu helfen. Bin aufgeflogen. Ich habe den Bandenchef erwischt. Lasst ihn nicht entkommen. Lest diese Nachricht noch einmal. Ich habe jetzt schon erfahren. Die Polizei verhört nun drei Verdächtige. Ich weiß jetzt schon, wer es ist. Es ist ein super einfaches Rätsel. Vielleicht wisst ihr es auch. John, Bill und Adam. Kannst du der Polizei dabei helfen, diese Nachricht zu entschlüsseln und den Kriminellen zu entführen? Okay, ich sag, es ist Bill, denn B-I-L-L. Einfach nur diese Buchstaben. Ich habe schon zu viele Rätsel gelöst, die Anfangsbuchstaben der Sätze, dass man sowas sofort sehen kann. Das B von Bin, das I von Ich, das L von Last und das L von Lest. Bill ist also der Fiesling. Ich habe nämlich schon einige Escape Room Sachen gespielt und da sind solche Sachen basic. Also das sind eigentlich noch viel krassere Rätsel. Das war in Ordnung, aber das mit dem Eiswürfel, das triggert mich immer noch ein bisschen. Verhaftet ihn, Jungs. Okay. Ein lausiges Alibi. Eins haben wir. Ein Mann schlenderte durch den Park, als ihm plötzlich jemand von hinten eins über den Kopf zog. Den Zeugen nach hatte der Täter braunes Haar, blaue Augen und einen schlabberigen Look. Der Hauptverdächtige ist Sean Baker, der perfekt zur Beschreibung passt. Die Polizei verhört Sean, der allerdings folgende Erklärung parat hat. Ich habe einfach nur im Park gechillt und dann kam der Mann vorbei. Auf einmal ist ein anderer Typ direkt vor ihm aus dem Gebüsch gesprungen und hat ihm eins gegeben. Ich bin vor Angst nach Hause gerannt. Die Polizei fragt auch nach einem Phantombild des Täters. Sean antwortet, er hatte einen roten Schnurrbart, rote Haare und eine Baggy an. Wie auch immer, einer der Ermittler sagt, dass Sean wie gedruckt lügt. Aber woher weiß er das? Woher soll ich das wissen? Ich hab keine Ahnung. Es tut mir leid. Sean behauptete, dass der Täter vor den Mann gesprungen sei. Aber das ist so nicht richtig.
Dem Mann wurde von hinten eins übergezogen. Dein Ernst jetzt? Seltsame wirklich? Geräusche. Amy und Carl lagen schon im Bett, als sie seltsame Geräusche aus dem Zimmer ihrer Tochter Stacy hörten. Amy wollte nachsehen und hat vorsichtig die Zimmertür geöffnet. Doch Stacy schlief schon tief und fest und die Geräusche hörten auf. In der nächsten Nacht passierte es wieder und am Morgen fand Amy Schlangenhaut unter Stacys Bett. Voller Panik hat die Familie das ganze Haus abgesucht, doch die Schlange konnten sie nicht finden. Okay. Trotzdem hat es jede Nacht gerumpelt. Kannst du erraten, wo sich die Schlange versteckt hat? Warte, unterm Bett war das? In der Pflanze? Woher soll man das wissen? In den Wänden. Immer wenn es nachts still war, ist die Schlange rausgekommen. Doch wenn die Familie wach war, hat sie sich in den Rohren und zwischen den Wandbrettern versteckt. Also manchmal frage ich mich echt, was soll das denn bitte für ein Quiz sein? Bin ich irgendwie Biologe, der weiß, dass sich Schlangen einfach mal in den Wänden verstecken? Kann auch sein, dass sie auf dem Dachboden rumgelungert ist und da irgendwie für Lärm gesorgt hat und dann über die Treppe wieder nach oben abgehauen ist, wenn sie da unten ihre Haut verloren hat. Auch schlüssig. Denke ich mal. Eine leichtsinnige Enkelin. Sally ging in die Apotheke, okay, um Medikamente für ihre Oma zu besorgen. Die Apothekerin schaute aufs Rezept und übergab ihr 4 scheingleiche Pillen, 2 für den Blutdruck und 2 andere für ihre Beine. Sie warnte Sally, dass ihre Oma vor dem Zubettgehen jeweils eine Pille einnehmen sollte. Das Mädchen nickte ab und warf die Pillen in ihre Tasche. Als sie nach Hause kam, hat sie ihren Fehler bemerkt. Die 4 identischen Pillen sind durcheinander geraten. Doch als ihre Oma die Pillen zu sich nehmen sollte, hat Sally eine Lösung gefunden. Was war ihre Idee? Okay, also was war jetzt nochmal die Frage? Oder die Aussage, sie sollte vor jedem schlafen gehen, sollte sie so eine Pille nehmen? Da habe ich jetzt wieder nicht richtig aufgepasst. Aber ne, es wäre gelogen, wenn ich jetzt nochmal zurückspule. Deswegen sage ich einfach, sie soll eine halbe von 2 nehmen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie vielleicht eine richtige bekommt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit der Hälfte vielleicht. Ich würde sie durchteilen. Ich würde 2 durchteilen und dann jeweils die Hälfte davon nehmen. Der einzige Ausweg aus dem Schlamassel? Die Pillen halbieren und von jeder Pille eine Hälfte einnehmen. So kriegt Omi keine Überdosis. Fast richtig, oder? Kann man das als Punkt zählen? Ja. Ei der Daus. Sallys Oma, ja, dieselbe, hat 3 Hennen, die in 3 Tagen 3 Eier legen. Okay. Als Sally das herausfand, dachte sie, dass man damit gut Geld verdienen könnte. Also besorgte sie ihrer Großmutter 12 weitere Hennen. Mhm. Sally konnte ihren Reichtum kaum erwarten. Wer könnte das schon? Aber sie war nicht besonders gut in Mathe. Kannst du ihr dabei helfen und erklären, wie viele Eier die Oma in den nächsten 15 Tagen erwarten kann? Okay, warte mal, das sind 12 Hühner, ne? Und jedes Huhn legt am Tag, ich glaube, das war da ja so, ne? Am Tag ein Ei. Denn 4 Hühner haben ja 4 Eier. Ach du Scheiße, ich habe wieder am Anfang nicht aufgepasst. Komm, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ja? Es tut mir leid. Unterhose, Boxershort. 3 Tagen 3 Eier legen. Okay, die legen an 3 Tagen 3 Eier. Ach so, also in 3 Tagen legt jedes Huhn ein Ei. So ist das, ne? Als Sally das herausfand, dachte sie, dass man damit gut Geld verdienen könnte. Also besorgte sie ihrer Großmutter 12 weitere Hennen. Sally konnte ihren Reichtum kaum erwarten. Wer könnte das schon? Aber sie war nicht besonders gut in Mathe. Kannst du ihr dabei helfen und erklären, wie viele Eier die Oma in den nächsten 15 Tagen erwarten kann? Okay, dann ist das 15 geteilt durch 3. Das sind 5 Eier. Was habe ich da gerade gerechnet? 3 Hennen haben der Oma in 3 Tagen 3 Eier beschert. Das heißt, eine Henne legt ein Ei alle 3 Tage. Bin ich jetzt komplett also gaga? Also wird eine Henne in 15 Tagen 5 Eier legen. Ja. Da wir wissen, dass es 15 Hennen gibt, können wir die Zahlen einfach multiplizieren und wir kommen auf 75 Eier in 15 Tagen. Okay. Bis zu 5 bin ich gekommen und dann ging es schon weiter. BWL-Student. Zur Freiheit. Also halb richtig. Jack wurde in eine Zelle mit erdigem Boden geworfen. Es gab nur ein Gitterfenster, das er aber unmöglich erreichen konnte.
Der Kerker ist leer, abgesehen von einer Schaufel. Dort drinnen ist es trocken und heiß und Jack wird so schnell nichts zu essen oder trinken bekommen. Ihm bleiben nur 2 Tage, um aus der Zelle auszubrechen. Einen Tunnel zu graben würde mindestens 1 Woche dauern. Wie kann Jack entkommen? Oh mein Gott. Kurz pausieren. Wie könnte er entkommen? Ist das wieder so ein Idiotentest? Okay, mit der Schaufel oben Fenster. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, ich bin kein guter Rätselmeister. ich hab wirklich nicht ansatzweise eine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid. Er sollte die Schaufel nutzen, um einen Erdhaufen unter das Fenster zu schaufeln. Oh mein Gott, stimmt. Dort kann er raufklettern und aus der Zelle entkommen. Mal im Ernst, wer hat ihn eingesperrt? Oh mein Gott. Ja gut, selten dämlich. Da hätte man jetzt auch kommen können. Am ersten Tag des neuen Schuljahres ist der Geographielehrer verschwunden. Die Polizei konnte nicht weniger als 4 Verdächtige ausmachen. Den Gärtner, den Mathelehrer, den Sportlehrer und den Rektor. Das Blöde war nur, dass alle gute Alibis hatten. Der Gärtner habe die Büsche zurechtgeschnitten. Der Mathelehrer habe einen Halbjahrestest schreiben lassen. Der Sportlehrer habe Basketball unterrichtet und der Rektor sei mit den Eltern eines Schülers in seinem Büro gewesen. Trotz der Alibis wurde der Übeltäter sofort verhaftet. Kannst du sagen, wie er sich verraten hat? Oh mein Gott, ich bin da richtig schlecht. Warte mal, eine Pfeife, das passt. Mathelehrer, Halbjahrestest. Ich habe keine Ahnung. Der Mathelehrer hat gelogen. Seinen Worten nach hatte er einen Halbjahrestest geschrieben. Und? Doch der Geographielehrer ist am ersten Tag des neuen Schuljahres verschwunden. Ja. Späte Post. Warum bin ich so kacke? Ein einsamer Mann lebte in seinem Haus am Rande der Stadt. Er lebte ein ruhiges Leben und hat sein Zuhause kaum verlassen. An einem Freitag im Sommer lief der Postbote am Haus des Mannes vorbei und rief ihn heraus. Doch von drinnen kam keine Antwort. Der Postbote riskierte einen Blick durchs Fenster und, oh nein, sah, wie das Haus auf den Kopf gestellt wurde. Der alte Herr war auch nirgends zu sehen. Als die Polizei eintraf, fand sie eine Zeitung vom Dienstag, 2 Flaschen warme Milch und 1 Flasche kalte Milch. Am nächsten Tag schon konnte der Einbrecher verhaftet werden. Aber wie fand die Polizei heraus, wer das war? War das der Milchmann? Ich sag einfach der Milchmann, sonst habe ich keine Hinweise, wer es sein könnte. Es war offensichtlich der Postbote. Er wusste, dass in dem Haus weder am Mittwoch noch am Donnerstag Zeitung gelesen wird. Deshalb hatte er bis Freitag genug Zeit für den Einbruch. Wie viel habt ihr richtig bisher? Ich bitte euch, das ist doch krass. Oder ich bin einfach selten dämlich. Komm, 1 richtig. Die Chemie stimmt. Das schaffen wir jetzt, Chemie. Ein berühmter Chemiker ist verschwunden. Es gab keine Einbruchsspuren oder Beweise, abgesehen von einem Stück Papier mit den Namen chemischer Elemente drauf. Da steht Nikolas. Am Tag seines Verschwindens hatte Nikolas. Der Chemiker nur 3 Besucher. Seine Ehefrau Mary, seinen Neffen Nikolas und seinen Freund Jonathan. Yeah. Die Polizei schaute sich die Notiz nicht lange an und wusste sofort, wer hinter der Entführung steckte. Aber wer und wie fand sie das heraus? Alter, da musst du... Achso, man sieht es jetzt nochmal. Okay, also das ist wirklich einfach. Oh, 2 richtig. Von 12 bisher, ne? War das letzte Nikolas, Rätsel? Der Neffe des Chemikers. Wenn du die Abkürzungen der Elemente kombinierst, kommst du auf den Namen. N-I-C-O-L-A-S. Okay. Wenigstens so eine Art Rätsel kriegen wir hin. Das letzte Rätsel. Das unversehrte Auto. Auto, ich bin ein Autoexperte. Ein Mann wurde bewusstlos in seinem Auto gefunden. In der Nähe konnte die Polizei einen Stein finden und es war klar, dass ihm jemand den Stein an den Kopf geworfen hatte. Doch die Fenster des Autos waren intakt und die Türen verschlossen. Wie konnte jemand mit einem Stein nach ihm werfen, ohne das Auto zu beschädigen? Okay. Also es könnte sein, dass er abgeworfen wurde und er ist dann irgendwie beim Zurückfallen mit seinem Finger dann auf den elektrischen Fensteröffner oder Schließer gekommen und das Fenster ist wieder hochgegangen. Oder ich sehe, das Auto ist ein Cabrio. Vielleicht ist das Gleiche passiert, nur mit dem Cabrio. Und der hat entweder so einen automatischen Erkennungsmodus, dass, wenn es schlechtes Wetter ist, dass das automatisch zugeht.
Oder er ist auch mit seinem Finger dann irgendwie auf den Knopf gekommen, dass es automatisch zugeht. Also, es hat auf jeden Fall was mit dem Cabrio zu tun oder mit dem elektrischen Fensterheber. Das Auto war ein Cabrio und als der Stein geworfen wurde, war das Dach gerade unten. Okay, also während des Vorgangs. Aber ne, wieder halbe Punktzahl, würde ich sagen. Der Streik. Eine Stadt hat es wirklich hart getroffen. Schulen, Hotels und die öffentlichen waren wegen eines Streiks schon seit Wochen außer Gefecht gesetzt. Eines Nachts hat jemand dem Bürgermeister eins übergezogen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und die Polizei vernahm drei Verdächtige. Brandon erklärte, er sei die Straße entlang gelaufen, als er jemand schreien hörte, doch es sei zu dunkel gewesen, um etwas zu sehen. John erwähnte, er habe ebenfalls einen Hilfeschrei vernommen, doch er sei zu ängstlich gewesen, um nachzusehen. Dylan behauptete, er habe auf den Bus gewartet und sei mit seinen Gedanken ganz woanders gewesen. Er habe nichts gehört. Wer hat den Bürgermeister angegriffen? Okay, wir wissen zwar nicht, wie spät es ist, aber es war schon so dunkel, dass es wahrscheinlich super spät war und da fährt kein Bus mehr. Deswegen sage ich, dass es der letzte war. Es war Dylan. Er hätte gar nicht auf den Bus warten können. Es gab doch seit Wochen einen Streik. Und das meine ich natürlich. Also wir haben ungefähr 3 bis 4 richtig von 12 Rätseln. Also das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Aber ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr mitbekommen, wie diese Rätsel so ticken. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viel habt ihr richtig geraten. Oder nicht geraten, vielleicht wusstet ihr es ja auch einfach. Haut das gerne in die Kommentare, Daumen nach oben würde mich freuen und sonst, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben, bis dann reingehauen.